LVL One. Ja, es ist jetzt schon einige Jahre her. Das war eine extrem für mich wichtige Schneeballschlacht. Hört sich nicht toll an, weil es ist halt Kinderspiel im Schnee. Aber damals mit meiner Schwester, das war so einprägsam. Ein erbitterter Kampf zwischen Geschwistern, wo es eigentlich um nichts geht. Aber irgendwie doch. Sie ist ein paar Jahre älter und war dadurch immer größer und schneller und stärker. Und ich wollte mitmachen. Und es war nicht so leicht. Also es war ein erbitterter Kampf. Schnee war überall im Gesicht, die Hände waren ganz kalt im Nacken. Und es hat geendet mit mir im Schnee. Gesicht nach unten. Ich habe verloren. Wieder einmal. Und meine Schwester, Venja, sie hat nicht sie hat mich schon wissen lassen, dass ich wieder einmal verloren habe. Und das war mir so zuwider. Und sie hat dann gemeint, Valkyrie, du musst besser werden. Aus dir muss noch was werden. Pack an. Und dann ging's los. Dann hatten wir andere Kämpfe. Ich habe mehr trainiert. Und mal gewonnen. Erste Nacht im Schloss Tannwacht wollte kein Ende nehmen, denn immer mehr Geheimnisse traten an die Oberfläche. Was hatte es nun wirklich mit Stolz Samu auf sich? Wie kam ein persönlicher Gegenstand von Valkiris Schwester in den Besitz einer Wache? Und was hatte es mit diesem Fass auf sich? Fragen, auf die es keine Antworten in jener Nacht gab. Und so hatten die Helden für die nächsten Tage ein Ziel. Dem Zimmer ist das Einzige, was zu hören ist, das Atmen von vier Personen. Dein eigenes Mal ausgenommen. Es ist mittlerweile angenehm geworden drin. Die Wärme von fünf Körpern plus ein brennendes Feuer im Kamin reicht aus, um es zumindest nicht mehr unangenehm sein zu lassen, hier herinnen. Valkyrie. Du schläfst erschöpft, tief und fest, aber auch ein bisschen unruhig. Du siehst den eindeutigen Schnitt deiner Schwester im Leder dieser Armschiene. Du weißt, dass das von ihr gefertigt ist, vielleicht sogar getragen wurde von ihr, möglicherweise. Und schließlich wälzt du dich ein bisschen herum. Und dann ist es soweit und du spürst eine Hand an deiner Schulter. Wahrscheinlich wirst du geweckt werden für eine Wache. Okay. Es ist recht dunkel, ja, du siehst aber in dem Raum, wenn du dich umdrehst, siehst du eine Gestalt, die sich über dich beugt. Schau zu der Gestalt drauf. Du siehst deine Schwester. Ja. Die schaut sich um. Leise. Wir müssen ja weg. Musst mir helfen. Ja, okay. Steh auf. Du stehst auf, du schaust dich um, so leise wie möglich. Ja. Mach einen Stealth-Wurf, bitteschön. Da habe ich 8, 10. 10, ja, nicht besonders leise. Du siehst. Sehr aufgebracht. Wenn du schaust, siehst du den Bruder Klum, der auf seinem Rucksack das Schwert noch immer in der Hand, quasi wie ein Rabe, der auf einem Dach sitzt und eingeschlafen ist.
So schaut er ein bisschen aus, der Rücken immer noch zur Tür. Der Blick, der irgendwann einmal raufgerichtet war zu diesem schießscharten-ähnlichen Fenster. Auch dort fällt dein Blick kurz hin. Du siehst, dass die Decken weg sind von dort oben. Deine Schwester, die ein bisschen kleiner ist als du, ein bisschen behender, ein bisschen vielleicht geschickter und leiser als du, steht und wartet, bis du deine Dinge endlich zusammengesammelt hast, offensichtlich. Du siehst, sie ist nicht geeignet angezogen für dieses Wetter. Das fällt dir alles sofort auf. Mhm. Ja. Wir müssen los. Du musst mir helfen. Ja, bist wirklich du? Ja, ich bin es. Los. Okay. Du musst mir helfen. Versprich mir, dass du mir hilfst. Ah, natürlich. Sehr gut. Ich pack alles zusammen. Wir dürfen die anderen nicht wecken. Okay. Sind das deine neuen Freunde? Ja. Was passiert? Was? Was passiert mit dir? Ich werde dir alles erzählen, aber du musst mir versprechen, dass du mir helfen wirst. Egal was passiert. Ja, wird. Alles. Du musst mir helfen. Ja. Venja bist du. Ich weiß. Du musst Venja helfen. Aber du sie bist sie dreht doch. Sich um, ja. Sie nimmt deine Hand und geht Richtung zur Tür. Aber du... Natürlich helfe ich dir. Du musst verhindern, dass die Schweine meine Augen bekommen. Diese Schweine dürfen meine Augen nicht bekommen. Meine Augen? Hörst du ihre Stimme sagen. Dann dreht sie sich um zu dir und im Umdrehen ändert sich ihre Stimme. Sie dreht sich um, du siehst, sie hat keine Augen mehr im Kopf. Eine dunkle Flüssigkeit rinnt aus diesen Augenhöhlen runter, ihre Wangen, ihren Kinn. Ihre Stimme wird tiefer. Du musst verhindern, dass diese Schweine meine Augen bekommen. Und dann siehst du, wie ihre Hände sich auf deinen Kopf legen und ihre Daumen drücken sich wow. in deine Augen. Du schreckst hoch. Du siehst, wie sie plötzlich hochschreckt. Es reißt dich in die Höhe. Du merkst, wow, okay. Wenn ja. Okay. Schau herum und... Ich auch. Ich denke nicht ganz, dass das ein Traum war. Das ist... Ich schaue euch um. Ihr wacht dadurch ziemlich sicher zumindest Was? Halb auf. Wer? Bruder Kyun. Du. Es hat dich auch so ein bisschen... Du hast nicht wirklich geschlafen. Ja, du warst so, vielleicht doch, vielleicht nicht. Vielleicht ein Sekundenschlaf, irgend sowas, ja, aber nicht wirklich dramatisch, du warst sofort da. Wenn dich dein Blick allerdings nach oben bewegt, siehst du einen Teil der Decken nach unten gepresst und die Silhouette eines Kopfes schaut zu euch nach unten, nur um im nächsten Moment sofort zu verschwinden. Da! Was? War jemand? Wenn ja, es war... Ich spring dort hoch, kletter dort zum Fenster und... Ja, du kannst hoch... Ja. Versuch dich hochzuziehen, mach einen Stärke-Athletics-Wurf, bitteschön. Oh je. Also ich sehe, wie er sich abmüht, komme ich von wie viel? 3 plus. Was ist hier los? Dexterity gehört dazu oder was gehört da? Stärke Athletics. Stärke. Ja. Dann ist es Klettung. Genau 3. Okay. Der Fabulant läuft zu diesem Fenster, springt in die Höhe und dann... Und plumps. Hängt das so dort. Ja. Quasi genau so. Ja, und die Finger gehen schon. Also bardische Exzellenz. Zu ihm und greifen unter die Füße und. Ja. Stärke Athletics, bitteschön. Nein. 11. 11? Okay. Hey, lagst du da aber sicher? Bist du nach oben gehoben und niemand ist dort oben. Nichts und niemand. Siehst du was? Ist da irgendeine Lücke? Ich drück die runter und schau hinaus und halte mir dabei den Hals.
Es, ja, es mach einen Wahrnehmen. Ich sehe ja ganz gut im Dunkeln. Und dessen stehe ich auf und mache die Tür zum Gang auf. Das geht auf. Perception. Wisdom Perception. Und das geht auf. Warte, das steht hier. Auf Charisma. Was man nehmen? Nein, Wisdom. Ja. Auf Wisdom. Wisdom Perception ist es, ja. Weisheit. Also. Annehmen. Plus 4. Das ist dann 14. 14. Was dir auffällt gleich, ist doch recht dick. Dieses Fenster, dieses Guckloch, diese Schießscharte, was auch immer man es bezeichnen mag. Das heißt, oben ist nichts mehr. Du müsstest die Decken so nach unten werfen, damit du ein bisschen durchkriechen kannst, um nach außen zu sehen. Ja, das will ich. Ich okay, möchte, das heißt, du ich, wühlst ich dich da durch. Ich strecke den Kopf raus. Ja, zu meinem du steckst den Kopf raus. Du siehst tatsächlich besonders, also relativ gut im Dunkeln. Ja. Es ist natürlich auch für dich der Schneesturm und alle diese Dinge sind eher das Hindernis in dem Fall. Wenn du den Kopf rausstreckst, 14, siehst du gerade noch zu deiner Linken, wie ein wahrscheinlich Kopf, ein Gesicht, was auch immer, verschwindet. Du siehst noch Haare, die wehen und hinter einer Ecke oder verschwindet hinter der Ecke, ja. Kann ich ein Mensch, ein Tier? 14. Bist du froh, das gesehen zu haben, was du gesehen hast? Aber du würdest sagen menschlich. Was siehst du? Da ist tatsächlich ein, ich glaube, ein Mensch. Nicht zu groß, würdest du gerade sagen. Gerade weggelaufen. Also nicht zu hoch vom Boden entfernt. Vielleicht können wir schnell Spuren finden draußen. Weißt du, gelaufen? Wir sind doch nicht im Erdgeschoss, oder? Achso, wir sind im Erdgeschoss. Mehr oder weniger, ja. Also ja, mit unserem. Wenn wir schnell sind, finden wir Spuren. Ja, ich bin eh schon beim Gang raus. Wenn ich jetzt weggehe, dann fallst du runter. Ich kletter wieder runter und stopf die Decken wieder. Nein, so gut es geht. Ja. Okay, was ziehst du an? Ziehst du irgendwas an? Oder? Ja, schon die warmen Sachen, weil es ist kalt. Okay, dann dauert es ein bisschen. Ja. Bist du aber schnell. Ja. Ihr anderen, du? Wenn es Venja war, muss ich raus und nachlaufen. Okay. Also ich nehme nix und ich renne einfach so, wie ich bin. Gut. Gut, du bist schon raus. Ja, ich habe die Rüstung zumindest an, bin nicht vollkommen unangezogen. Ich glaube, ich nehme meine Bett irgendwas und laufe mit. Irgendwas? Ja, eine Bettpfanne. Nein, nicht eine Bettpfanne, eine Decke, irgendein Fell. Ein Fell. Ja. Vergiss deinen Schal nicht. Und wie kriegen wir es um den Hals? Ja. Du läufst als Erster los. Du läufst als Erster raus. Draußen, das Tor ist geschlossen, eine Wache steht beim Tor. Sie ist so ein bisschen angelehnt am Tor, recht regungslos. Das heißt, das Fenster, wo wir hinausgeschaut haben, ist auf der anderen Seite, also außerhalb der. Und ich pralle vom Schneesturm zurück und hol mir doch was zum Anziehen. Ich nehme mir an. Ja. Gut. Du bist die Nächste eigentlich, die rauskommt. Das ist den Clown da stehen. Ja, jetzt natürlich ratlos, weil ich sehe nicht wirklich was. Ja, die Laterne bei der Wache, beim Tor. Außer. Gibt Licht. Ich rufe nach Savenia. Deine Rufe werden von deinen Lippen weggerissen, eigentlich im Sturm. Ja, das hört man, wenn man bei dir steht, schon. Ansonsten wahrscheinlich schwierig. Ist dir auch klar. Ich schaue, dass ich so schnell wie möglich, also ich raffe irgendwas um mich, ja, Decke, ich ziehe mich nicht ordentlich Schal, an, ja. Decke, Schal, irgendein Fell und irgendwas wie auf den Kopf und laufe wieder raus. Wie breit? Doch so. Also ich komme durch? Ja. Okay. Ich probiere es, mich mal raufzuziehen und durch die Schießstarte den Ausstieg zu machen. Okay. Das ist nicht einmal unhoch. Du würdest so auf 3-4 Schritt tippen insgesamt, von dort oben darunter. Oh, gut, aber Schnee liegt ja drauf vor. Ja. Gut, ja. Du hast was angezogen, ja, du hast dich angezogen. Gut, kletterst drauf, das wird gelingen. Mhm. Und dann lässt du dich dort runter und landest im Schnee. Merkst auch, tatsächlich hast du das Gefühl, obwohl der Wind
und der Schneesturm natürlich das ihrige tun, um die Spuren zu verwischen, siehst du noch, dass du wohin landest, wo gerade jemand auch gelandet sein dürfte. Okay. Du steckst bis zum Oberschenkel in dieser Schneewehe kurz drinnen. Gut. Befreie mich, ja. Ja. Und schaue, in welche Richtung die Spuren abzweigen. Und in diese Richtung wende ich mich. Er hat gesagt, also nach er links, hat nicht gesagt, nach links, links, genau. Also, ja, weil du siehst hier jetzt, wenn du runter bist von dieser Schießscharte, das Einzige, was du da drin gesehen hast, war durch das Feuerchen, das da drinnen noch im Gange war. Hier bist du quasi blind, könnte man sagen. Gut. Tatsächlich. Der Wind, der Schnee, die Dunkelheit. Ich rüste mich aus. Also habe in dem Fall jetzt einen dieser Speere in der Hand. Ah, den hast du mitgenommen von oben? Naja, unbewaffnet hupf ich da nicht runter. Okay, also der Speer war ein bisschen mühsam durch die Schießscharte zu bringen, aber ja, soll, genau, soll sein. Und geh in die Richtung. Schau, also versuch trotzdem sozusagen meinen Blick am Boden zu halten. Mach einen Wahrnehmenwurf mit Nachteil, das heißt zweimal würfeln, schlechtere nehmen. Jawohl, mach mal. Bitte würfel in dieser Box. Aha. Stell sie doch zu uns und würfel sie. Würfel diesen Wurf in unsere schönen, im Siegel der Götter, bitteschön. Oh mein Gott, there it is. So. Oh, da steht ein Max ist drin. Wie cool. Ja, aber deine Figur sollte jetzt drinstehen zum Würfeln. Das würde ich auch so sehen. Ja. Das ist so cool. Bitteschön. Hm. 15 plus. Ja, 2 plus. Er kann es gleich nochmal würfeln. Noch einmal. Also nochmal, ja, das wäre 21. 15, also 21. Okay. 21. Yes! Yes. Gott, es muss wohl die Ausbildung sein und oder die Jahre, die du beim Elch-Clan verbracht hast. Und mit der Ausbildung meine ich in dem Fall nicht deine Soldatenausbildung, sondern die Lehren, die dich deine Frau zukommen hat lassen in den vielen, vielen Jahren in der Wildnis. Du tastest dich mit der linken Hand an der Mauer entlang zur linken Seite hin, in der rechten den Speer und was es auch immer ist, was auch immer dir diese Wahrnehmung gegönnt hat. Zu deiner Rechten siehst du eine Schneewehe, groß, fast wie ein Pferd von der Größe her, ein kleines Pferd. Und diese Schneewehe erhebt sich und wird größer und größer. Sie ist schneeweiß. Blitzblaue Augen, die du sogar in der Nacht erkennst. Das ist kein Wag. Das ist ein Winterwolf. Und du hörst die Stimme dieses Wolfes. Menschling, sag deinem Meister, ich erkenne sein Revier an. Meinem Meister? Und dann spürst du die Kälte seines Frostatems, als ob es nicht kühl genug hier draußen wäre. Gerne würde ich deine Knochen unter meinem Kiefer spüren. Aber du sollst es ihm sagen. Der weiße Tod erkennt den Meister an. Dann dreht er sich um und verschwindet wie ein Schatten in dieser Dunkelheit. Ich stehe einen Moment regungslos da. Und als ich denke, lange genug gewartet zu haben, falle ich auf die Knie. Ich
Die Wölfe beginnen zu heulen. Man hört sie sogar ein bisschen über diesen Schneesturm hinweg. Dann versuche ich wieder aufzustehen und gehe entlang, taste mich entlang der Wand Richtung Eingang. Mhm. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Wenn wir rauskommen sind und ich sehe, die Valkyrie rennt da nackt in den Haus, in den Schneesturm, drehe mich um und sage, drei mit dir, holst du den Tod. Aber Venja ist da draußen. Wer ist Venja? Meine Schwester. Warum ist die da draußen? Das weiß ich nicht. Ich versuche trotzdem weiter zu rennen. Nein, ich stelle mich hin. Du ziehst dir jetzt etwas an. Es nützt deiner Schwester auch nichts, wenn du tot bist. Aber ich schmeiß dir ein Fell drüber von meinem. Da, jetzt habe ich was an. Die wird plötzlich Magst bewusst. Die ja. Diese Mauern sind vielleicht nicht hoch, aber du bist auf der falschen Seite dieser Mauern. Ja. Gut, ich höre die Wölfe heulen. Beschleunige den Schritt. Warte, zumindest eine Waffe in der Hand. Ich sollte jetzt ja sagen, aber sie hat nicht nachgedacht und sie ist einfach getrennt. Also ich sag mal nein, ja. Lauf ihr nach. Du läufst zum Tor? Ja. Oder was? Ja, da steht die Wache dort. Ja. Ja. Und schaut ein bisschen verblüfft jetzt in eure Richtung. Das ist das Gefühl, der ist fast geschlafen dort, so stehend, ja, offensichtlich. Ja, er hält jetzt die Laterne in eure Richtung. Was ist los? Mach dich raus! Nein, bist du wahnsinnig, du kannst jetzt nicht raus. Bei dem Sturm, er schaut dich so an, ja, er schaut dich so an, den Blick nach oben und dann sagt er, ich darf das Tor nicht öffnen, ich habe die Weisung, es nicht zu öffnen. Aber ich habe die Gestalt dort links gesehen, nicht beim Tor. Ja, aber das ist ja draußen. Jemand ist in das Haus eingebrochen, lasst uns raus. Wir verfolgen ihn. Das Haus innerhalb der Ummauerung. Ich darf das Tor aber nicht öffnen, sagt er dann. Er schaut so und schaut sich so um und sagt, na denn, hol den Hauptmann der Wache! Hol den Hauptmann der Wache! Du siehst einen zweiten, der mit einer Laterne eine Runde geht, gerade im Innenhof. Was soll ich tun? Hol den Hauptmann ich wart der nicht, Wache! Ich warte nicht, ich gehe da jetzt. Wie ist das Tor gesichert? Mit einem... Ja. Geh da hin und wuchte den Ding da hoch. Ja, oder? Du siehst, wie er... Das ist eine Laterne, ist auch ein Speer, aber es ist eine Laterne und du siehst, wie er so kurz... Deswegen probieren mich auszuhalten. Wir holen den Hauptmann der Wache doch schon. Ich brauche nicht den Hauptmann, um das Tor aufzumachen. Er bedroht euch halbherzig mit dem Speer, aber das ist so... Ja, genau, die Geschichte. Macht es hinter uns wieder zu und lasst uns nur rein, wenn wir nicht verfolgt werden. Gut. Ja, es ist schwierig, das Tor zu halten durch den Wind. Ja, was machst du? Ich brauche kurz eine Verständnisfrage. Das Gebäude steht innerhalb einer Ummauerung. Die Rückseite des Schlosses ist Teil der Ummauerung. Aha, das ist es. Okay, das heißt, auch Ephraim ist außerhalb der Ummauerung. Ja, okay. Genau. Du bist fertig, du hast dich angezogen. Ja, dann komme ich runter, aber ich gehe dann auch Richtung Tor, aber ganz langsam und vorsichtig und ich schaue mit meinem Bogen immer um, ob ich irgendwas sehe. Ja, du siehst gerade die zwei, also wie sie nach außen gehen und dieser Wachmann drückt dann hinter ihnen. Sie gehen nach außen. Ja, wieder das Tor zu, lehnt sich dagegen und dann siehst du, wie er versucht, diesen Riegel wieder reinzutun, diesen Balken. In einer Hand den Speer, den er dann anlehnt, der fällt dann um, dann liegt die Laterne im Schnee, dann hebt er das wieder auf, dann drückt sich das Tor wieder auf. Diese Narren und dann laufe ich auch Richtung Tor, aber eher um sie zurückzuholen. Ja. Du? Absolut. Ja, ich bin natürlich dabei. Bist auch mitgegangen. Ja. Okay. Ja, dann siehst du gerade, wie der den Riegel vorlegt. Lasst mich durch, ich muss sie wieder. Können da nicht. Er schaut sich kurz um, er schaut auch nach unten. Hey, du da! Ja? Lass mich durch, bitte! Nein, ich mach das Tor nicht nochmal auf! Doch, du machst es bitte auf! Ich muss meine Freunde zurückholen!
Die sind selbst schuld, wenn sie bei dem Wind und Wetter rausgehen zu den Wölfen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben doch alle keine Kehlen mehr. Ja, und willst du dafür verantwortlich sein, dass sie auch keine Kehlen mehr haben? Lass mich durch. Zuck ein bisschen mit den Schultern. Drück ich ihn. Also, ich fange an, ein bisschen zu treten. Er ist akzeptiert. Oh. Aber du siehst, es kommt jemand, den du kennst, der wieder aufgeweckt wurde. Oh, der wird ins Rasen. Halb frierend hinkommt und sagt, was ist schon wieder los? Die Neuankömmlinge, die sind alle rausgegangen. Er schaut so, sagt, warum das? Die eine hat was von einer Schwester geredet und der andere sagt, sie sind da draußen. Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Hälfte verstanden. Wir haben etwas gesehen. Oh. Da ist was. Was gesehen? Was? Da war eine Gestalt. Sie hat bei uns hineingeschaut, in unser Zimmer. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht gesehen. Und ihr habt beschlossen, ihr rennt bei einem Schneesturm alle raus. Die anderen haben beschlossen, sie rennen beim Schneesturm raus und ich hole sie zurück. Gehen wir wieder rein. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Ich hole mir den Tod. Aber davor hole ich sie noch zurück. Das Tor wird nicht geöffnet, sagt er jetzt. Könnt ihr mich drüber heben? Tatsächlich ist die Mauer. Die Mauer ist tatsächlich wirklich nicht hoch. Ja, also. Ja, er nimmt dich. Haut dich quasi so auf die Oberseite der Mauer und dort hängst du jetzt. Die anderen sind in der Zwischenzeit. Ja, das ist praktisch, aber so klein ist. Tja. Ossenom. Die Sichtbarkeit da draußen ist gering, ja, sowohl eure als auch die von anderen, um die andere zu sehen. Und da liegt das nicht nur an der Dunkelheit, die für manche schon Thema genug wären, aber auch an dem Schneesturm, der jetzt gerade tobt. Das ist tatsächlich so eine Geschichte. Die Wölfe... Ja. Das Heulen der Wölfe klingt ein bisschen näher, oder ist es nur die Mauer, die plötzlich auf der anderen Seite ist? Man weiß es nicht. Es ist dir instant kalt. Du hast ihr das Fell gegeben. Du machst raus 3 Schritte und beginnst tatsächlich sofort zu zittern. Ja. So. Der Wind. Regelfrage. Der Schnee nimmt dir alle Körperwärme. Werden wir alle sterben. Ja, ja. Ich hab einen Zauber der Rettungswürfe verbessert. Ja. Ich glaube, das ist Divine Favor, oder? Oder ist das Bless, irgend sowas? Ja. Die habe ich alle gerade vorbereitet. Kann ich den Segen Solis über die zwei Deppen und über mich, ich nehme den Deppen in Kauf, über die zwei Deppen wirken, um sie zumindest für ein paar Minuten vor der tödlichen Kälte zu bewahren, bis wir wieder drinnen sind? Vor der tödlichen Kälte bist du dir ziemlich sicher nicht, aber vor der Erschöpfung vielleicht. Okay. Dann werde ich mein heiliges Symbol nehmen und sage, ja, sie wird eh nicht stehen bleiben. Das heißt, ich werde das werde das Gebet schnell herabrufen. Im Laufen? Die Worte werden aus deinem Mund gerissen, mehr oder weniger. Ja. Ich weiß, sie werden trotzdem den Weg zum Herrn finden. Und versuche jetzt ihnen zumindest genügend Energie hineinzugeben, dass man mit eigener Kraft wieder raus. Die Frostballen sind dann eh. Alle die nicht genügend Kleidung tragen, bitteschön einen Konstitutionsrettungswurf machen. Ja. Ich zähle mich da auch dazu. Ich habe keine Felle. Okay. Also, ich meine, ich habe zwar Gewand und Rüstung und alles, aber ich habe trotzdem keine. Was ist mit dem Würfel? Ich habe trotzdem keine 9. Felle. Eine 3. Es braucht einen neuen Würfel. Ja, schön. Schön. Eins? Eins, ja. Schön. Oh je. 5 Schritte, das Gebet ist gesprochen. 6 Schritte, du knickst ein wenig ein. 7, du spürst, wie dein Kettenhemd anfriert am Schnabel, durch die Federn durch die Haut. Du denkst dir einen kurzen Moment, okay, kurz ausruhen, ich lehne mich kurz nur an die Mauer
und dann geht's gleich wieder, so das Gefühl. Ist. Mit der Mauer. Was? Sehe ich was? Ja, du bist gerade auf der Mauer, du willst dich gerade drüber hieven. Ich bin noch auf der Mauer, okay. Du bist auf der Mauer, ja. Das ist gut. Es ist. Ich bleibe auf der Mauer. Wirklich kalt. Ja. Der Sturm tut das Seinige. Du hörst auch so im Passiven eigentlich, hörst du, dass die Wölfe tatsächlich näher kommen. Ja. Und es ist ein großes Rudel. Kann ich mit diesem Cantrip, den ich kann, auch Wörter, also kann ich ja Geräusche machen zum Beispiel oder so, kann ich da auch Wörter schreien? Schreien nicht. Also zum Beispiel Kleon. Ja, das geht laut geht ist nicht. Es nicht und schon gar nicht in dem Sturm. Okay. Ja, aber wenn du da über der Mauer bist gerade, ja. Dann siehst du siehst ja im Dunkeln ein bisschen was zumindest, dann siehst du da bei der Mauer den Kleon und du siehst gerade noch sie, wie sie vorne versucht, durch den Schnee stapfend weiterzukommen. Du hast wie viel gehabt? 3. Okay, du siehst den Kleon an der Mauer sitzen, hocken und sich so gegen die Mauer pressen. Der ist so ein bisschen zusammengesackt, hat sich so gegen die Mauer gepresst und sitzt jetzt bei der Mauer und hat die Augen zu. Und für dich scheint das eine fast akzeptable Lösung zu sein. Vielleicht ist es da windgeschützter oder so. Du bist auch durch den Schnee durchzukommen, der sich da bei dieser Mauer ein bisschen durch den Wind hingepresst hat, ist nicht das Einfachste. Ich schrei runter zur Wache. Bruder Kleon ist hier. Wir müssen ihn reinholen, sonst erfriert er. Der Wachtmeister steht so und sagt, das Tor wird nicht mehr geöffnet, habe ich gesagt. Aber der Zorn Souls wird euch holen, wenn er nicht... Mach einen Persuasion-Check, bitteschön. Einen Überredenswurf. Du mach auch einen Konstitutionsrettungswurf, bitteschön. Ja, hineingezogen, gell? Ja. Ja, ja. Constitution. 11. 11? Ja. Ach, 5 plus 3 plus 5, oder? Du siehst, wie er kurz mit sich hadert, aber dann... Na, klar. Nein, wenn sie zurückkommen, wenn sie klopfen, dann machen wir auf. Mehr wird's nicht, glaube ich. Wie viel? 10. 10? Ja. Dann... Du kommst bis zum Eck hin, ja. Und dort merkst du, durch den Schnee durchwarten, der Wind pfeift, drückt dich fast um. Okay, ich versuche jetzt... Naja gut, da komme ich nicht mehr rauf. Also in Wahrheit... Du schaust, die Mauer ist nicht sonderlich hoch. Nein, das ist 3-4 Fuß. 3-4 Schritt? 3-4 Schritt, ja. 3 Schritt eher als 4. Das ist wahrscheinlich schneller nachher. Ich bin am Hadern, also mich wieder umzudrehen und zu schauen, ob ich da wieder raufkomme. Hab den Speer in der Hand. Die Mauer, wie plan ist die? Oder ist es so, dass man vielleicht irgendwie irgendwo auch... Wenn du raufgreifst, hast du das Gefühl, könntest du die Kante von der Mauer durchaus erhaschen vielleicht. Okay. Wie muss? Mach mir einen Athletics-Wurf, Stärke-Athletics-Wurf mit Nachteilen, bitteschön. Mhm. Ob des Windes und der Kälte. Du kommst auch bis zu dieser Ecke. Also 16. Sehen wir uns da? Ne? 16. Das Schlechtere. 16. 16 das Schlechtere. Ja. Du ziehst dich nach oben und schaffst es mit dem Oberkörper über die Mauer drüber zu kommen. Dort hängst du einen kurzen Moment auf der Seite der Mauer. Du kommst um die Ecke und nur weil du im Dunkeln so gut siehst, siehst du eine Gestalt, eine dunkle Gestalt, die sich auf der jenseitigen, also auf der Mauer, auf derselben Mauer, wo du jetzt schaust, aber auf der anderen Seite gerade nach oben zieht. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wie das ist. Es ist nur dunkel, es ist ein Schema, eine Gestalt. Etwas zieht sich dort nach oben. Okay. Aber... Der Wind peitscht dir ins Gesicht. Ja. Die Kälte ist unbarmherzig. Aber es ist nach drinnen. Du spürst, wie du im Stehen erfrierst. Oh. Okay. Kann ich bemerken, dass die anderen nicht mehr da sind? Wenn du dich umdrehst, ja.
schaust kurz zurück, hinter dir ist eigentlich niemand mehr. Okay. Die Kälte hat mich aufgeweckt. Ich realisiere, dass die andere nicht da ist, dass mir kalt ist. Ist es weit zurück zum Kleon und Fabulant? Wenn du schaust, dann siehst du einen kleinen, dunklen Haufen links an der Mauer gekauert, gar nicht weit vom Tor, die halbe Strecke vielleicht. Und der Fabulant. Ich versuche, wenn ich noch ein bisschen Vernunft im Kopf habe, die paar Schritte, ich ziehe an ihm Richtung Tor und Hilfe und versuche gegen das Tor. Versuchst ihn Richtung Tor zu ziehen. Und das ist gar nicht so leicht. Der hat eine Rüstung an, ist ein Krieger. Wenn er gar nicht, denn ich weiß, dass ich ihn nicht ziehen kann, wenn er gar nicht mehr reagiert. Mach einen Stärke-Athletics-Wurf, dann, wenn du es versuchen willst. Ich komme zurück. Ich krieg kann das ich eine Bardic Inspiration für dich selbst machen? Für mich selbst dir machen. Ich sing mir ein Lied. Helden sterben nicht im Sturm, singe ich schön, jetzt. Schön, ja. Ja, ja, geht schon. So. Ich singe und, nur ein Lied. Aber mit Nachteil, gell? Dein Rettungswurf vorher war, glaube ich, 9 oder 3 oder irgend sowas. 3, ja. Also mit Nachteil, ja, aber mit Bardic Inspiration. Haben halt gut. Ja, also der Schlechtere ist wieder eine 3. Okay, ja, du schnappst ihn, du wirst umgezogen, und liegst jetzt so seitlich in leichter Fetalposition im Tiefschnee. Du stapfst durch den Schnee. Entschuldigung. Warte, stopp. Plus auf 5. Was geht das? Auf Dexterity, auf oder? Dexterity, oder? Stärke. Nein, Stärke. Dann ist es plus 0. Dann ist es plus 0. Aber Bardic Inspiration ist ein D6, den ein du D6. Bekommst. Naja, dann vielleicht. Das ist ja ein grandioser Wert. Du kriegst übrigens, alle, die es nicht geschafft haben, ist es 8. Den Wurf eine Erschöpfungsstufe wieder dazu, gell? Eine Sterbensstufe dazu. Dann ist es eine 8. Eine 8, also nicht ganz so dramatisch. Ja, aber du schaffst es, ihm umzuziehen, aber dann liegt er seitlich im Schnee. Ja, dann schaue ich, dass ich gegen dieses Tür-Tor kämmere und um Hilfe rufe. Du wartest durch den Schnee. Ein Schritt, noch ein Schritt. Deine Schwester, keine Augen, deine Augen. Noch ein Schritt, da liegt der Kljun. Dort vorne, fast in einer unendlichen Entfernung. Du glaubst, das ist der Fabulant, der sich in diese Richtung, in die du auch willst, eigentlich vorarbeitet. Du siehst dieses Häufchen, das dort schon von Schnee teilweise bedeckt liegt, weiße Federn von Schnee bedeckt, fast auch ein Lied wert. Der Klunis. Er hat einen fast sanft zufriedenen Gesichtsausdruck. Nein! Was tust du? Nicht jetzt schlafen, wir müssen wieder rein! Du hörst die Stimme von der Valkyrie, aber es ist warm, es ist angenehm gerade. Du liegst, es ist weich und gut zu liegen. Unangenehm ein bisschen ist dieses Kettenhemd, das an deinem Schnabel sich mehr und mehr festfriert. Aber ansonsten alles eigentlich ganz okay. Ja. Ich pack ihn und will ihn zum Tor ziehen. Einen Stärke-Athletics-Wurf. Okay, enttäusch mich nicht. Das ist eine 18. Nachteil bitte, du hast deinen Konstitutionswurf auch nicht geschafft. Weil du deinen Konstitutionswurf nicht geschafft hast. Weil der Kelly uns nicht mag. Genau, also das ist eine 3, aber ich habe 7 plus 7. Also ich habe eine 10, das muss reichen, um ihn ein bisschen du schaffst ihn nicht, zu sehen. Du schaffst ihn nicht zu heben, dafür ist er zu schwer mit seiner Rüstung und Waffen und allem drum und dran. Aber du hast ihn mit einer Hand beim Kettenhemd gepackt und ziehst ihm Schritt für Schritt. Das beobachtest du alles quasi mehr oder weniger von oben. Du wirst teilweise fast von der Mauer vom Wind runtergedrückt. Sehe ich ihn eigentlich auch? Also er klopft ja an das Tor, oder? Du siehst ihn, wie er an der Wand entlang wieder Richtung zum Tor wankt, Schritt für Schritt. Die bewegen sich unendlich langsam durch diesen Sturm durch und durch diesen Tiefschnee durch, der teilweise bis zum Oberschenkel geht, hingeweht vom Wind und vom Sturm. Aber dann, schließlich kommst du. Plötzlich ist nicht mehr Stein an deinem Arm, sondern plötzlich spürst du Holz.
Ja, schlage Hilfe, aufmachen. Ich schrei noch mal runter zur Wache. Lord Mordecai ist am Tor, lasst ihn rein. Sonst wird das Folgen haben. So haarigen Arsch. Er steckt den Speer rein und beginnt an diesem Tor zu arbeiten. Es dauert unendlich lange. Du schaffst es, dich hochzuziehen und du hängst jetzt so ein bisschen auf diesem Teil der Mauer. Du siehst, dieser Teil der Mauer ist circa so breit und an dem Teil ist gleich die Mauer vom Gebäude. Das heißt, dieser Teil der Mauer ist nicht ein Teil des Gebäudes. So ist quasi daran angebaut. Aber du kannst dich, du hast dich dort oben hochgezogen, ja, und du liegst jetzt dort so. Okay. Also das heißt, ich bin jetzt windgeschützt, aber ich bin nicht im Gebäude drinnen. Windgeschützt in einem Sturm, ja, draußen. Ja. Aber wie komm, du musst dich oben an der Mauer entlang des Gebäudes so lang fortbewegen, bis du dich auf der anderen Seite wieder runter bewegen kannst und dort irgendwo, weißt du, ist dieser leicht dampfende Brunnen gewesen. Nein, in die Richtung. Du robbst dich. Du kommst drauf, während du robbst, der Speer steht noch unten an der Mauer. Aber Scheiße, wurscht. Weiter. Das siehst du auch jetzt. Ich sehe ihn auch. Ja, weil er ist auch auf der Mauer. Nicht? Da robbt jemand die Mauer entlang. Eine dunkle Gestalt robbt auf der Mauer. Mach einen Perception-Check. Wahrnehmen, bitteschön. Das wäre schön, ich brauche gar keine Böses. Das ist so episch wie die nackte Kanone. Das ist unglaublich. Nein. Oh Gott. Eine Gestalt robbt sich so, als würde sie nicht gesehen werden wollen. Über den Außenteil der Mauer. Bitte erschieß ihn. Das ist einfach. Ich muss mich kurz in die Fix einziehen. Zum Glück ist es nicht so einfach, mit dem Bogen beim Schlund zu schießen. Genau. Was tut sie? Ich schrei, wer ist da? Der Sturm entreißt dir die Worte beinahe. Ich schrei, da ist meine Mauer, dort! Der Wachmann unten versucht, das Tor aufzubekommen durch diesen Wind. Er drückt dagegen und du schaffst es, ja, dorthin zu kommen, quasi, wo das offene Tor so halb offen, eine Seite ist. Ja, ich quetsche mich da hinein und hänge mich an diesen Wachmann. Die zweite Wache ist dann auch schon da, schnappt dich und zieht dich rein, aber wirklich so rein, ja, und in den Burghof. Versuche noch zu schränken. Kluin. Aber es dauert eh. Ich meine, wenn ich im Wind meinen Bogen, das dauert eh ein bisschen, oder? Also es ist schwer zu schießen in einem Orkan tatsächlich. Das, ja, ist gut. Aber du kannst schon schießen. Nein, dann zieh einen Warnschuss in den Kopf vielleicht. Nein, ich zieh mein Schwert, also ich habe ja zwei. Ja. Und ich robbe einfach der Gestalt entgegen. Zwei Schwerter. Okay. Bis ich zumindest erkennen kann, wer das ist. Oh mein, ja, Gott. Sehr gut. Wozu Feinde? Wozu Monster? Wir sind das unsere wir, eigenen. Das machen wir selber. Es reichen Weinfässer und Albträume. Du bist ich schieße eh nicht. Super. Ich schieße nicht. Das Glück, dass es stürmisch ist. Ja, momentan wird der Pfeil vermutlich eh zurückkommen und dich selber treffen. Ja. Du liegst im Inneren des Burghofs. Ja, ich hänge mich an den Hauptmann. Der Hauptmann ist nicht mehr da. Die zwei Wachen sind noch da. Gut. Die versuchen, der eine hält das Tor fest oder versucht so gut wie möglich in diesem Sturm das Tor festzuhalten und der andere hält diesen Speer raus und versucht etwas zu sehen, was für dich aber bedeutet, dass ein Speer mit einer Laterne quasi, die aber wild herumschwankt in diesem Wind, vor dir auftaucht, noch ein Schritt. Ich fokussiere ja die Laterne. Sie hatte keine Augen. Geh weiter. Es war schwarz, es ist aus ihren Augen gelaufen. Irgendjemand soll ihre Augen nicht bekommen.
in deiner Hand, die spürst du fast schon nicht mehr, wo das Kettenhemd von Klun jetzt nicht nur seinen Schnabel anfriert, sondern mittlerweile auch deine Finger. Und mit diesem Mantra von deiner Schwester stehst du plötzlich am Eingang des Tors, starrst diese Wache an, die dich auch anstarrt, schaut so nach oben und ja, kommt rein, ich hab doch gesagt, das ist Wahnsinn! Er nimmt dich beim Arm und versucht dich auch reinzuziehen. Und dann hörst du so, wie in weiter Ferne hörst du, waren das jetzt alle? Sind das jetzt wieder alle? Das ist mir egal, wir machen zu, hörst du die Wölfe? Ich sag ja, ja. Soweit ich dann weiß, sind das alle. Wie die beiden Typen beginnen, das Tor zuzudrücken. Ist er noch draußen? Nein, ich habe ihn mitgezogen. Und er? Er ist vor mir schon rein. Ah, okay, passt. Alles gut. Also, soweit ich weiß, waren das jetzt alle. Bleiben nur noch wir zwei. Auf der Mauer. Du kommst näher. Du kommst ans Ende dieses Teils der Mauer. Müsstest jetzt so nach rechts weiter an der Mauer entlang. Ich schau. Und du siehst. Was siehst du denn? Was sehe ich denn? Ja, schauen wir mal, was du siehst jetzt. Jetzt bist du näher. 18. Perception 18, ja. Warum auch immer, aber Ephraim robbt sich bauchlinks über die Mauer. Du siehst gerade, er hat es gerade geschafft, ans Ende des Gebäudes zu kommen, das jetzt ist. Und dann siehst du, wie er sich vorschiebt und versucht, dann, so weit zu kommen, dass er sich runterlassen kann. Dann laufe ich so schnell es geht zu ihm hin. Okay, aber dann machst du mir einen Acrobatics-Check auf der Mauer, rennend bei einem Schneesturm. Also so schnell es geht. Also, ja, werden wir sehen, wie schnell es geht. So schnell es runtergeht. So eine Windböe und dann. 20. Aber kein Natural, sondern mit halt. Ja, Dirty 20. Okay, ja, du beginnst dich halb aufzurichten und trippel, 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 trippel. Über diese vereiste Schneemauer drüber zu balancieren. Du siehst sie dann irgendwann, aber erst bis sie wirklich ganz kurz vor dir ist, siehst du eine kleine Gestalt, die über die Mauer auf dich zuläuft. Und ich muss ihn eigentlich nur in die andere Richtung rollen, oder? Nur, ja. Also entweder du bist gemein und rollst ihm nach links, oder du bist lieb und rollst ihm nach rechts. In die richtige Richtung. Also in diese Richtung musst du, in diese Richtung. Links, rechts, warte, ich verwechsel das. Ja, es ist ein 2,5 Schritt weiter Fall, hast du das Gefühl, bist du in einem in einer Schneewehe landest, die dort sich gebildet hat, die keiner beachtet hat natürlich. Ne? Ich bin eigentlich wahrscheinlich ziemlich verschwunden in dieser Schneewehe. Ja, aber tatsächlich beginnt es hier ein bisschen windstiller zu werden, erträglich. Wir werden hier einen kurzen Schnitt machen. Man sieht euch als nächstes in der Küche sitzen. Die Köchin hat heiße Milch, Tee, solche Dinge vor euch hingestellt. Manche Zähne klappern noch. Manche Finger haben vielleicht Frostwunden, dann manchen Schnabel, eine Stirn, haben auch Frostwunden davongetragen. Und die Kälte ist bis tief in euch eingedrungen. Das Küchenpersonal schaut nicht sehr amüsiert drein, nicht mal mehr die Halblingsdame. So sitzt ihr in dieser Küche. Topf Honig wird noch hingestellt, um Milch und Tee zu süßen. Und irgendjemand hat aus Mitleid einen kleinen Tontopf hingestellt, aus dem es ein bisschen schärfer riecht nach Schnaps oder Met, was auch immer es ist. Es wird helfen. So sitzen unsere Abenteurer an diesem Küchentisch zusammen
Manch einer scheppert noch, manch einer auch gar nicht. Und verarbeitet die Geschehnisse dieser Nacht. Die Erschöpfung wird stärker und stärker und stärker. In der nächsten Folge. Bix, du hast dich rübergedreht. Endlich Schlaf. Die Felle sind weich. Die Wolldecke ist akzeptabel warm, die über dir drüber liegt, und du drehst dich rüber und liegst entspannt auf diesem Baum, Ast, Gabelung, schaust nach unten, du liegst in dieser dem Wind abgewandten Seite des Baumes, entspannt, siehst deine Pfoten, die so ein bisschen links und rechts von diesem Ast runterhängen, dein Kopf ruht entspannt auf deinen Läufen. Der Sturm tobt rund um dich herum, aber dein Fell ist warm, es ist weich, es ist angenehm. Und tief unter dir siehst du einen riesigen weißen Wolf, der ganz langsam Bahnen zieht rund um dieses seltsame Steinding, das da mitten im Wald steht.